Und es sind immer Begriffe auftaucht wie illegaler Welpenhandel, Überzüchtung. Es ist einfach ein tierquälerisches Endprodukt. Es ist völlig falsch. Ja, da ist Qualzucht. Ja. Und ich rette einfach den Hund und kämpfe aber auf der anderen Seite dafür, dass ich die nicht mehr so viel auf dem Tisch habe. Ich habe jetzt einen Freund, und zwar in jeder Situation ist der Freund rum, sondern nämlich auch auf dem WC. Und das ist irgendwie ja schön, aber irgendwie auch einfach ein bisschen streng. Als Kind wollte ich immer einen Hund, aber nie einen dürfen. Und jetzt bin ich langsam aber sicher erwachsen. Und für mich ist klar, ich will definitiv in Zukunft mal einen Hund haben. Und ich glaube, mit diesem Wunsch bin ich nicht alleine, weil nur in der Schweiz schon leben über 500'000 Hunde. Und wenn ich so rumschaue oder auf Insta browse, dann fällt auf, Hunde wie French Bulldogs oder Chihuahuas sind immer noch voll im Trend. Zum Beispiel der, der hat 1,1 Millionen Follower. Und genau in dieser Rappe wollte ich herausfinden, was für einen Preis müssen solche Hunde zahlen, damit sie so aussehen, wie wir sie gerne hätten. Ich persönlich wollte eigentlich eh nicht so einen Trendhund haben, weil ich habe mich im Vorfeld schon ein bisschen schlau gemacht. Und da sind immer Begriffe aufgetaucht wie illegaler Welpenhandel, Überzüchtung. Und das ist etwas, was ich auf keinen Fall unterstützen möchte. Ich weiss eigentlich schon, wenn ich mir mal einen Hund wieder zutue, dann gehe ich in ein Tierheim. Und da sind wir. Wir sind im Tierheim Paradiesli. Ich darf hier einen Hund eine ganze Woche lang, blöd gesagt, auslehnen. Und es wird sich dann herausstellen, wie der meinen Alltag wird beeinflussen und bereichern. Ich bin ziemlich nervös. Das ist der Pepper. Er war auch mal im Tierheim, gehört jetzt aber Tanja Siegwart. Sie arbeitet im Tierheim und ich nutze die Gelegenheit und löchere sie mit Fragen. Auf was muss ich schauen, dass ich einen guten, einen gesunden Hund habe? Wenn Sie sagen, auf was soll ich schauen? Also von einem Züchter muss man ganz sicher Mutterhündin dürfen schauen. Die geht man mehrmals vorbei. Man lernt den Hund schon das Welpen kennen. Man schaut die Mutter an, wie ist die? Die Züchterin wird ihnen erzählen über den Charakter. Sie müssen sich Fragen gefallen. Was ist, wenn sie Kinder bekommen? Was machen sie denn mit dem Hund? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, eben, können sie ihn mitnehmen zum Arbeiten? Alle, die Tiere seriös vermitteln, checken. Also, das ist klar. Da kommen sie nicht ab Fotos ein Tier über und können gerade vorbeikommen, Geld geben und sie kommen es über. Wenn sie an so jemanden geraten, dann ist es nicht seriös. Schon ein Alarmzeichen? Ja, dann ist es ein Alarmzeichen. Okay. Genau. Dann machen wir das. Ist noch warm. Solange die Nachfrage nach bestimmten Hunderassen so hoch sei, werden im Ausland und in der Schweiz Trendhunde gezüchtet. Und eben auch überzüchtet, sagt Tanja Siegwart. Es ist einfach überall so. Masse ist nicht gut, egal was. Ein Trend oder Mode, das ist nie etwas Gutes. Weil dann wollen es alle und dann wird das produziert und das ist halt vielfach wird das nicht so seriös gemacht. Tanja Siegwart hat mich instruiert, wie ich mit dem Pepper umgehen soll, dreimal am Tag laufen, zweimal das Fressen geben, ein Schlafplätzchen mit seiner Decke vorbereiten. Erste Abend mit dem Pepper. Er hält mich vom Ausgang ab, aber es ist voll easy. Er ist sehr friedlich und hat vorher irgendwo am Boden geschissen. Es ist Samstagmorgen um 8 Uhr. Überleg. Ich und Wust kommt. Er ist am Pissen. Ich und Sir Pepper sind unterwegs. Und sag mir, ein Samstagmorgen, wenn ich um diese Zeit unterwegs bin. Es ist ein Fakt, immer mehr Personen bestellen ihren Hund easy via Internet. Und ich kann mir das nicht so gut vorstellen. Ich meine, das ist ein Lebewesen, das ist nicht einfach ein Kleidungsstück. Ich mache das jetzt aber auch. Also ich bestelle es nicht, ich tue einfach mal ein bisschen suchen. Französische Bulldogge kaufen Schweiz. Und da gibt es X Inserat. Ich drücke jetzt mal aufs Erste. Es steht Zürich, ein verschwommenes Bild von so einem Hund. Und als Information zu dem Hund wirklich nur französische Bulldogge Welpen kaufen Schweiz. Ich mag mich als Gespräch mit der Tanja Siegwart vom Tierheim Paradiesli erinnern. Sie hat gesagt, ein guter Züchter, eine gute Züchterin, die gibt immer Auskunft über die Mutter des Tieres. Da finde ich jetzt keine Information. Darum schreibe ich jetzt mal
der Person, die hinter dem Account der Webseite steckt. Und sie kann mir hoffentlich mehr Informationen zu der französischen Bulldogge geben und auch zu der Mutter des Tieres. Es ist wieder Zeit, um mit dem Pepper zu laufen. Ich habe mit der Martina abgemacht. Sie hat vor 7 Jahren ein Frenchie von einer Schweizer Züchterin gekauft. Ich habe ein Inserat online gesehen und habe dann mit der Züchterin Kontakt aufgenommen, bis sie auch besichtigen. Nachher besuchen, haben wir angeschaut, wie die Mutter aussieht und alles so Sachen. Also überhaupt nicht irgendwie so dubios. Genau, nicht irgendwie aus einem Kofferraum in Rumänien. Ich habe schon gewusst, dass es kein Problem geben kann, auch aus Ausmaß. An diesen Problemen war mir wie nie bewusst. Was hat sie so für körperliche Beschwerden gehabt oder bekommen? Ihr grösstes Problem ist eigentlich, dass sie eine Hausstaubmilbenallergie hat. Und das äußert sich in dem, dass sie sich halt ständig kratzt. Dann, eben wegen der Allergie und wegen Cortison hat sie halt mega oft Blasenentzündungen, entzündete Augen, entzündete Ohren. Ihre Wirbelsäule ist verkrümmt. Das haben auch fast Standard bei allen Frenchies. Es ist mega, also ziemlich wahrscheinlich, dass sie irgendwann mal einen Bandscheibenvorfall wird haben. Also sie vertragen sicher kein Gluten und es ist halt immer so ein mega Running Gag. So, aha, Frenchies furzen viel, aha, mega lustig, mega cute. Aber es ist eigentlich, sie haben Bauchweh. Sie vertragen, also sind mega empfindliche Mägen, sie vertragen super wenig Futter. Wie viel Geld gibst du etwa im Monat aus für die Pixie? Es ist mega... Also du gehst ja noch durch den Tag durch ja noch in ein Heim, oder? Genau, also das Tagesheim, das ist jetzt halt einfach, weil ich sie nicht mehr mitnehmen zum Arbeiten. Das ist eigentlich nicht unbedingt rassenbedingt. Das kostet so 500 Franken im Monat. Und Tierarzt, in den 6,5 Jahren habe ich sicher irgendwie 15'000 bis 20'000 Franken. 15'000? Ist das nicht, hätte ich das nicht auch einmal vor der finanziellen Ruin getrieben? Ja. Also ich habe schon meine Wohnung untervermietet, damit ich eine neue OP zahlen konnte. Ich habe gesucht und habe mit der Kollegin geschlafen. Hey! Ja, und das ist eigentlich völlig absurd. Das ist eigentlich wirklich ein Menschenprodukt. Und es ist eigentlich wirklich... Du entscheidest dich einfach dafür, das zu promoten. Und es ist einfach ein tierquälerisches Endprodukt. Es ist völlig falsch. Und es ist eigentlich völlig egoistisch. Es ist wirklich purer Egoismus, wieso die Tiere überhaupt existieren. Ich bin 21, als ich sie geholt habe. Und es ist halt einfach schon wie ein Baby, wenn du alleine einen Hund hast. Ich weiß nicht, ob du das jetzt vielleicht auch so siehst. Ich habe es schon gemerkt, es schränkt schon ein. Genau, es ist wie ein Baby. Ich habe ein sehr eindrückliches Gespräch gefunden. Pepper, warte. Zum einen muss man es natürlich leider gleich sagen, die Pix ist hure herzig. Das ist ein bisschen das Problem. Aber ich habe es sehr eindrücklich gefunden, wie Martina so offen über ihren Hund geredet hat und auch was für Kosten, was für Probleme auf sie zugekommen sind. Sie würde mit dem Wissen, was sie jetzt hat, wenn sie nochmal zurückgehen kann, nicht nochmal einen Frenchie kaufen. Was es alles mit sich trägt, das ist schon nicht ohne. Ja, Pepper, jetzt gibt es ein gratis Essen, gell? Ein guter Pepper. Ich wollte einen Hund im Internet bestellen. Ich habe es bei 3 verschiedenen Hundeinseraten auf Mundi Mascotta probiert. Zurückkommen ist genau nichts. Warum? Das weiss wirklich kein Mensch. Für mich ist es ein weiteres Indiz, dass diese Seite nicht seriös ist. Einer, der fast täglich mit so Hunden wie der Pixie zu tun hat, ist der Tierchirurg Daniel Koch. Er lernt gerade seinen nächsten Patienten kennen, den Rufus. Wegen seiner angezüchteten Kurzköpfigkeit kann er nicht gut schnaufen. Jetzt werden die Naseneingänge geweitet und das Gaumensägel gekürzt. Ich darf bei dieser Operation dabei sein. Schau mal, dann magst du hören. Also man hört vor allem die Nase, dass die Nase eng ist. Also ich höre vornehmlich eine Nasenenge. Also die Nase scheint mir doch, aber vom Geräusch her eng, ist das so. Was müsst ihr jetzt bei der Nase die einfach weiten? Jawohl, wir geben ihm auch hier wieder ein mehr Platz, geben, damit er einfacher schnaufen kann, damit er besser Sauerstoff holen kann und vor allem besser mit der Temperatur umgehen kann. Okay. Das ist eine blutige Angelegenheit. Das ist leider für mich ein bisschen täglich Brot geworden. Leider. Mit French Bulldogs, also mit den überzüchteten? Ja. Ich würde lieber weniger machen. Aber es ist halt so, dass viele junge Leute wenn so Hunde, nehmen so Hunde aus dem Internet und stehen dann da, weil sie ein bisschen blauäugig halt so einen Hund gekauft haben. Man kann sich natürlich mit Fug und Recht fragen, warum das passiert, dass der Hund überhaupt so aussieht. Aha. Und die Antwort ist relativ einfach, der Hund hat keinen freien Sex. Hat übertrieben gesagt. Mhm. Wir Menschen sind alles Mischlinge. Katzen sind Mischlinge. Wir pflanzen uns fort nach anderen Gesichtspunkten als Äußerlichkeiten. Nur der Hund muss nach äußerlichen Gesetzgebigkeiten gezüchtet werden und da gibt es automatisch Fehler. Was ist Überzüchtung nicht tierliche Quälerei eigentlich?
Eigentlich schon. Oder? Wenn man den Schweizer Tierschutzartikel zur Basis nimmt, dann müssen wir die eigentlich alle unter Qualzucht abtun. Es ist aber ein Vollzugsproblem. Die Bundesämter haben einfach andere Probleme wie Landesversorgung, Schweinegrippe, Vogelgrippe, frühere Sachen. Das ist einfach ein kleines Problem. Es ist der Trend und es ist eben auch die Vorschrift vom französischen Dachverband, von der französischen Bulldogge, die sagt, der Hund müsse so und so aussehen. Also wie der Franzose heisst, die französische Bulldogge hat keine Nase zwischen Maul und Stirn. Da muss eine Linie sein, wo die Nase dahinter verschwindet. Das ist ja früher noch nicht so gesehen, dass es einfach anpasst. Ja, da haben sie einfach gemacht. Das ist hirnrissig, von mir aus gesehen. Ja. So etwas definieren. Und der Schweizer Züchter ist ein bisschen gebunden an die Franzosen. Also jetzt haben wir dort die Nase gemacht, wenn Sie mal schauen. Autobahn, Zürich-Bern nach dem Ausbau auf 6 Spuren. Links und rechts, da kann man wieder schnaufen. Ja, ist gut. Das Problem, dass Hunde wie der Rufus und Pixi so leiden müssen, ist eindeutig die Überzüchtung. Ich wollte vom Schweizerischen Club für französische Bulldogge wissen, warum sie die Zuchtmerkmale nicht einfach anpassen, sodass die Hunde weniger gesundheitliche Probleme haben. Die Präsidentin des Clubs, Gabi Heimann, hat Folgendes geantwortet. Der Rassenclub kümmere sich sehr wohl um die Gesundheit für eine Franchise, allerdings sind gerade mal 6% von einer Schweizer Zucht, alle anderen stammen aus dem Ausland. Und auf die haben sie keinen Einfluss, die werden ohne Reglement und Ordnung gezüchtet, das entspreche nicht ihren Vorstellungen von Hundewohl. Sie übernehmen also keine Verantwortung und schieben das Problem auf die Zuchten im Ausland, obwohl ja zum Beispiel die Pixi auch aus einer Schweizer Zucht kommt. Ich verstehe es nicht. In der Schweiz ist alles bis aufs kleinste Detail geregelt. Trotzdem, es gibt Qualzucht, es gibt illegale Welpenhandel. Ich könnte einfach ins Internet gehen und mir einen Hund bestellen, der unter schlimmsten Verhältnissen aufgewachsen ist. Ich persönlich verstehe nicht, wieso ist das in der Schweiz möglich. Ich gehe jetzt zu jemandem, der mir diese Frage beantworten kann. Livio, freue mich. Livio, hallo Bianca. Das ist grundsätzlich verboten. Also seit 2015 gibt es eine Qualzuchtverordnung, die genau festlegt, was verboten ist bei der Zucht. Warum es so Hunde immer noch gibt, das ist zum einen, weil die Nachfrage besteht. Gerade French Bulldogs haben immer noch den Jö-Effekt. Und dann werden sie geholt aus dem Ausland, wo die Tierschutzbestimmungen nicht so sind wie bei uns. Ich habe das Gefühl, es gibt immer noch x Inserate, die nicht seriös sind. Ja, die Inseratplattformen sind nicht zuständig dafür. Kontaktadresse von denen zu verifizieren. Wenn man dann einen Verdacht hat, müsste man da an die zuständige Behörde, also das kantonale Veterinäramt, melden und die müssten dann tätig werden. Dann gibt es die Zuchtverbände, die hätten eigentlich eine Handhabe dagegen und könnten gesündere Zuchtformen fördern. Das passiert aber noch nicht. Also das ist eine sehr tief verankerte Geschichte, wo man sehr schwer dagegen ankommt. Ich war jetzt ganze 7 Tage mit dem Pepper unterwegs. Es ist ein komplett anderes Leben, als ich vorher hatte. Es ist wie mit einem kleinen Kind. Man ist nonstop aufeinander, man muss laufen. Man richtet sein Leben nach einem anderen Lebewesen richten. Und das ist schön, aber auch anstrengend. Und ich glaube, das sind sich viele Leute einfach nicht so bewusst. Es stimmt mir schon ein bisschen traurig, dass ich jetzt den Pepper wieder weggeben muss. Weil ich muss sagen, es gibt keinen besseren Hund auf der ganzen Welt. Und ja, ich werde ihn vermissen. Und ich glaube, er will mich nicht vermissen, weil er hat alle Menschen gern und das macht ihn ja so speziell. Aber ist gut so. Ich muss ihn gehen. Gang, Pepper. Gang, gang. Du bist frei. Baue mir meine Träume auf rund um dich und male es ein Scharlachrot an. Also für mich ist der Fall klar, ich werde mir nie einen Modehund wie einen French Bulldog zutun. Weil je nachdem, von wo das Hunde kommen, unterstützt man illegalen Welpenhandel. Man unterstützt sehr viel Tierleid, wie zum Beispiel auch Überzüchtung. Und aus diesem Grund ist das nichts für mich. Lass mich wissen, ob die Reportage etwas bei dir ausgelöst hat. Könntest du dir immer noch vorstellen, einen Modehund wie einen French Bulldog zuzutun? Schreib es mir da unten in die Kommentare. Und um nicht noch mehr solche Reportagen zu verpassen, folge uns auf dieser Seite.